Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, seien Sie herzlich gegrüßt zur Andacht für den Sonntag Judica. An diesem Sonntag schauen wir auf das Kreuz Jesu. Jesu Weg führt auf die düstere Seite des Menschenlebens. Verrat, Verleugnung, Qual und Tod am Kreuz stehen ihm bevor. Jesus nimmt das Kreuz auf sich. Für uns ist es Erlösung, die Gott schenkt. Das bedenken wir heute. Lass uns beten. Dein Weg zu uns, ewiger Gott, ist Jesu Weg. Ein Weg durch die Ungerechtigkeiten und das Leiden dieser Welt hindurch. Hilf uns, diesen Weg zu finden, stärke uns, ihn zu gehen. Leite uns auf diesem Weg zum ewigen Leben. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder im Heiligen Geist. Amen. Uns begleitet in dieser Woche ein Vers aus dem Matthäus-Evangelium. Christus spricht: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dank sei dir, Christe, hochgelobt seist du in Ewigkeit. Holz auf Jesu Schulter. Jesus wusste, wie es war, Holzbalken zu tragen. In der Arbeit mit seinem Vater Josef hatte er es gelernt. Oft genug hatte Jesus Balken herbeigetragen, die dann die Mauern stützten. Er wusste, wie schwer diese Balken auf der Schulter lagen. Manchmal mag er gestöhnt haben. Jetzt trägt er einen anderen Holzbalken. Er trägt den Querbalken für seine Kreuzigung, er trägt das Kreuz, mit dem er als Aufrührer zu Tode gefoltert werden soll. Stunden grausamer Schmerzen stehen ihm bevor, ein quälend langes Sterben. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, verurteilt, gequält, verspottet, wofür das alles? Später in Todesqualen wird er schreien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens. Manchmal gestalten Künstlerinnen und Künstler das Kreuz Jesu als einen Baum. Eines der alten Vortragekreuze in unserer Kirche erinnert daran, es zeigt ein bisschen Lebensbaum. Das Kreuz wurzelt im Boden, es wächst zwischen Blättern und Blüten in die Höhe. Der Querbalken, den Jesus nach Golgatha getragen hat, wird zu einem starken Ast, aus dem Balken sprießen Triebe und Blätter. Es ist vollbracht, sind Jesu letzte Worte im Lukasevangelium. Der Auftrag Gottes ist erfüllt, Jesus hat es vollbracht, er hat die Sünde und den Tod getragen, er hat den Menschen den Weg ins ewige Leben gebahnt. Gott hatte ursprünglich den Menschen ein sorgenfreies Leben zugedacht. So erzählt es der Anfang der Heiligen Schrift: Im Paradies wuchsen Bäume mit nahrhaften Früchten, auch der Baum des Lebens stand dort, er war Adam und Eva zugänglich. Von einem einzigen Baum war ihnen verboten zu essen, vom Baum der Erkenntnis. Und genau von diesem Baum hatten Adam und Eva eine Frucht geholt. Deshalb mussten sie das Paradies verlassen.
aus dem Paradies vertrieben, blieb nun der Baum des Lebens für sie auch unerreichbar. Leben hieß nun fortan mühsame Arbeit im Schweiße des Angesichts, Krankheit und Schmerzen, es bedeutete Streit, Hass und Angst und am Ende stand der Tod. Jesus hält den Hass aus. Er leidet Schmerzen, er nimmt den Tod auf sich. Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens. Er trägt das alles, so wie er den Kreuzesbalken getragen hat. Das furchtbare Kreuz, an dem er stirbt, wird für uns zum Baum des Lebens. Lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, es ist genug mit dem Kreuz auf der Welt, es ist genug mit der Gewalt, dem Hass und dem einsamen Tod. Hilf uns auf Jesus, den Heiland, zu vertrauen. Mit ihm schenkst du uns Hoffnung auf ewiges Leben. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Amen. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.